So, hallo. Wir machen weiter bei Hyrule Warriors und werden jetzt ohne Umschweife uns in die nächste Mission stürzen. Also die nächste Story-Mission. Es geht zu den Yiga, so viel wissen wir schon. Und wir wissen ja auch, dass bei den Yiga der Oberboss-Typ Guy ist. Vielleicht gibt es da schon eine kleine Konfrontation, wir werden sehen. Okay, es zeigt mir hier jetzt keine Krogsamen an. Zeigt es die erst an, wenn man fertig ist, oder gibt es in dem Level keine Krogsamen? Man weiß es nicht. Ausrüsten werde ich natürlich, ich werde mit Link spielen und wer ist noch aktuell recht stark? Eigentlich ist Daruk sogar mit 33 der Stärke. Ah, ne, Mipha. Mipha ist mit 35 ein bisschen besser Ich möchte dabei. für alle nur das Beste. Dann nehmen wir Link und Mipha. Gut. Ab dafür. Aber es kann halt sein, dass es da am Anfang, wenn man die Mission zum ersten Mal spielt, keine Krog-Anzeige gibt, aber es trotzdem Krogs gibt in dem Level. Wir werden ja sehen. Ich werde mich ein bisschen umgucken. Und wenn ich keinen Krog finde, dann wird es halt Nachdem keine alle geben. Shika-Türme des Königreichs Hyrule reaktiviert wurden, fühlte sich der Shika-Stein im Besitz von Zeldas Expedition Schritt für Schritt mit Informationen aus dem ganzen Reich, die sich noch als überaus hilfreich erweisen sollten. So begann Pura in Windeseile, das Versteck der Jägerbande sowie die Lager von Monstern ausfindig zu machen. Urbosa hingegen begab sich aus Sorge vor einem möglichen Angriff auf Schloss Hyrule mit dem Titanen Vana Boris auf eine Mission, um den Feinden des Königs zuvorzukommen. Wir haben noch gar nicht. Ich wollt's gerade sagen, deswegen zeigt's keine Crocs an. Das ist eine Titanenmission. Wir haben noch gar nicht mit Vana Boris gekämpft. Das ist jetzt die Vana Boris Titanenmission. Drücke Y, um die Gegner vor dir aus dem Weg zu schleudern und ihre Energie zu absorbieren. Dies funktioniert selbst, wenn die Spannungsleiste bereits voll ist. Alle Attacken, bei denen Blitz erzeugt werden, leeren die Spannungsleiste nach und nach. Behalte die Spannungsleiste im Blick und nutze Blitze weise. Drücke R, um einen Blitz auf dein Ziel abzufeuern. Drücke ZR, um ein Gewitter zu erzeugen, das einen weiten Bereich um dich herum trifft. Eieiei, ich werde sowas von wieder verhauen. Du kannst einige gegnerische Angriffe mit Hilfe von L abwehren. Okay, das kennen wir. Durch das Kombinieren von mindestens zwei Waffen noch viel stärkere Waffe. Die als Material verwendeten Waffen gehen dabei allerdings verloren. Ach so, jetzt sind wir nicht mehr bei. Okay, verstehe. Wie absurd. Es scheint mir unmöglich, einfach so den Titan zu aktivieren. Wobei. Vielleicht ist dies auch das beste Training, das man sich vorstellen kann. Das war ein nices. Wisst ihr schon. Ab dafür. Jagd auf die Jägerbande. Okay, wir räumen jetzt wahrscheinlich erst den Weg frei. Das war die falsche Attacke. Ich wollte normale Blitze machen. Das wären dann hier normale Blitze, ne? Ah, ich kann. Okay. Das ist das Schild wie immer. Das ist gleich. Ah, und da oben ist diese Blitzleiste. I see. So, was muss ich tun? Begib dich zum Versteck der Jägerbande. Besiege dabei die Jägerbande. Okay, begeben wir uns mal dorthin. Ups. Nicht übel. Alles weggefegt.
Und wenn ich jetzt hier hingehe... Ah, da, die sind wichtig. Die muss ich wegkriegen. Diese Ausrufezeichen-Dinger. Ah, wenn ich drauf bleibe. Ach, Moment, kann ich dann so machen? Oh, das ist ja cool. Und jetzt ist die Leiste aufgebraucht. Ja, ich verstehe. Jetzt muss er es wieder aufladen. Interesting. So, und wenn der voll aufgeladen ist, dann kann ich auch so einen großen Flächenangriff machen, der dann um mich herum ist. Okay, verstehe. Aber dafür müsste ich ja in der Mitte drin sein. Ah, wo ist die Ausrufezeichen, Geist? Da. Aber was? Es gibt noch Sturmangriff. Wie geht der, Y? Oh, das war vielleicht jetzt nicht das Beste. Ah, das ist in der Luft, die Geist. Ups, hi. Hi. Ja, ich hab sie erwischt. Nice, es hat funktioniert. Das war gar nicht so gedacht, aber hey. Okay. Oh, hier direkt vor mir sind welche. Dann machen wir mal kurz den hier. Dann dürfte das hier ordentlich scheppern. Sehr schön. Okay, hier muss ich hin. Aha. Was? Ach, Mold, okay. Du kannst mir gar nichts, du Vieh. Ja, der hat gar keinen Bock, der Moldora. Nett. Kann man jetzt weg? Aua. Dora hat keinen Bock mehr. Verstehe ich vollkommen. Hätte ich auch nicht an seiner Stelle. So, jetzt hier. Zack! Und ab dafür. Hey. Und jetzt kann er auch so einen Spezialangriff machen. Sehe ich aber aktuell noch keine wirkliche Verwendung. Na, vielleicht jetzt. Dann geht der weg und der da drin geht weg. Okay. Sehr schön. Ach, ich vergesse auch die ganze Zeit zu blocken. Auch so eine typische Geschichte, dass ich immer nicht blocke. Ich bin ja schon dabei. Ja. Bums. Gut. Bums. Ja, das war's doch schon. Easy. Jetzt treten wir wahrscheinlich in die Jäger... Also, wir treten nicht ein. Wir dringen jetzt in die Jägerbande ein. Wir treten ihnen in den Hintern. Dank der von Pura gewonnenen Daten wurde Urbosas Mission ein voller Erfolg. Für Zelda und die anderen bestand nun kein Zweifel mehr daran, welche Macht den Shika-Türmen innewohnte. Die Mission unter Einsatz von Varna Boris hatte einen direkten Weg ins Versteck der Jägerbande eröffnet.
Diese einmalige Gelegenheit nutzend, gingen die Recken in die Offensive und griffen unverzüglich an. Man kann sich eigentlich gar nicht vorstellen, dass das am Ende schiefgegangen sein soll. Ich meine, gut, wir spielen jetzt sowieso eine andere Timeline, ne? Wir spielen jetzt eine Timeline, in der die schon erfahren, dass es schiefgegangen ist. Deswegen, das hat mit der Breath of the Wild Timeline nichts mehr zu tun. Vielleicht geht's ja jetzt in der Runde gar nicht schief. Und das könnte halt echt gut sein. Okay. Also, wir haben das große, große Jägerlager vor uns. Das heißt aber, wenn ich hier die Karte mir angucke, gehe ich erstmal diese Gänge hier ab. Denn hier ist bestimmt was versteckt. Safe ist hier irgendwo ein Krog. Natürlich. Schade. Dann ist das hier ein komplett nutzloser Bereich. Für den Moment. Na gut. Die Ecke noch. Auch nix. Na gut. Ja, denn in dem Jägerding selber, ich hoffe mal, das Jägerding ist... Ach, gucke mal. Damit haben wir die Frage geklärt, ob es Crocs gibt. In dem Jäger-Ding. Jetzt weiß ich halt leider nicht, wie viele. Na, das ist ein bisschen ärgerlich. Kriege ich hier auch nicht angezeigt. Wenn ich jetzt rausgehe, naja, wahrscheinlich könnte man hier wieder starten, aber ist jetzt egal. Wie gesagt, ich denke mal, hier durchzulaufen, es sieht ja sehr überschaubar aus. Und wenn es so aufgebaut ist wie im Original, dann ist das jetzt auch nicht der allergrößte Bereich. Und das sollte machbar sein. Ne? Da wartet einfach, bis ich komme. Das ist okay. Das ist in Ordnung. Okay, da kann ich nicht hoch. Oh, weg mit euch allen hier. Tschüss. 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 Und tschüss. Natürlich gibt es hier Schwertbananen. Das sollte doch anders sein. Immer mein Jäger besiegt, gibt es Schwertbananen. Man kennt's. So. Da komme ich nicht hoch, ne? Das ist einfach so. Aber auch da wundert es mich wieder, wenn sie schon das bis da hoch machen, warum kann man jetzt nicht dieses Stück noch fertig gehen? Und dann wäre da drüben die Wand. Nein, die Wand muss hier sein. Das verstehe ich halt so nicht ganz. Warum man wirklich eindeutig sagen muss, hey, es ist ein Spiel, du läufst gegen eine unsichtbare Wand. Während man halt auch sagen könnte, hey, du läufst gegen eine Mauer und auf der Mauer kannst du halt nicht weiter. So wie hier. Hier ist halt eine... Ja, gut. Die Kollision darf nicht an der Mauer passieren. Die Kollision muss vorher sein. Anders geht das gar nicht. Okay, meinetwegen. So. Ah, guck mal, es ist alles schon offen. Schön. Kann ich einfach drüber laufen? Ja, glühende Kohlen, kein Problem. Easy going, im wahrsten Sinne des Wortes. Link! Link! Auf deiner Seite, Philipp, das könnte jedes hindern. Ah, das ist der Eingangsbereich. Den kennen wir auch schon. Ja, den kennen wir auch schon aus dem Original. Wir kennen alles ja aus dem Original, das ist klar. Ist ja auch gut so. Das ist ja auch das Coole, dass man dadurch wieder diese Abschnitte hier sieht. Ah, das war ja, ich erinnere mich.
war dieser Raum. Oh mein Gott, macht euch doch. Macht euch doch nicht unglücklich. So, wir gehen mal kurz alle Gänge ab. Vielleicht ist irgendwo was versteckt. Da nicht. Der da drüben geht theoretisch weiter. Der hier noch nicht. Da ist auch nichts. Der geht theoretisch weiter. Da ist aber jetzt ein Tor. Das ist noch zu. Okay, verstanden. Hier ist auch ein Tor, das ist aber noch zu. Okay, verstanden. Hier geht's nicht weiter, deswegen gehen wir... Halt, stopp, ich wollte hier hochgehen. Da ist nix. Hier geht's dann definitiv weiter. Aber jetzt gehe ich kurz hier hoch. Ach so. Natürlich kann ich das nicht. Na gut, dann gehen wir hier hoch. Okay, dann gehen wir erstmal hier rein. Ach, gucke mal. Da haben wir direkt den nächsten. Die können halt nicht sonderlich stark versteckt sein. Na, das geht gar nicht. So, ich meine, das sind alles ganz enge Gänge hier. Also, die können nicht stark versteckt sein. So, Vorposten Nummer 1. Aber who cares? So, wir räumen hier kurz auf, dann gucken wir uns in dem Raum um. Man darf einfach nicht bis an die Wand, das ist mir noch nie aufgefallen. Faszinierend. Truly faszinierend. Aber hier ist auch nichts Wichtiges. Scheint zumindest so. Kann ich da hoch? Ich kann da hoch. Aber hier ist auch nichts. Dachte, das ist vielleicht was, aber ne, ah, das hängt da nur so rum. Okay. Haben wir den ersten Vorposten erobert. Hier war der Koch, den haben wir. Wie blöd kann ein einzelner Jäger sein, sich Link in den Weg zu stellen? Ich weiß es nicht. Wenn es nicht mal die Großen schaffen. Gucken wir uns hier um. Hier ist nix. Einmal außen rum. Hier ist auch nix. Da hoch kann ich nicht. Okay. Gut, dann ist der Raum auch klar. Bock. Schade. Schade. Das war... Ich weiß nicht, was ich mir dabei gedacht habe. Es sah irgendwie aus, als ob man das aufbrechen kann. Ah ja! Ha! Es müsste jetzt so eine Falle sein. Hier kommen jetzt einfach Stacheln raus, statt ein Krog. Ich wäre sofort reingelaufen. Easy. Okay. Die Gänge hier sind auch mehr als eindeutig zu begehen. Ha! Ich hab gesehen, dass da eine Lücke ist. Auf der Karte. Sehr gut. War jetzt auch kein krasses Versteck, aber war halt eins.
Also, wenn die Crocs so in dem Level versteckt sind, easy going. Aber umso schlimmer wird es später, die Wüste noch abzusuchen, ne? Das ist klar, die kommt auch noch, die Wüste. Wofür war das jetzt? Hat doch effektiv nichts gemacht. Dieses Fass. Na gut, hier drüben ist der nächste. Hallo? Posten, auf geht's. Das Vorratslager, was? Irgendwas mit Schwertbananen stand da. Ah, wir sind im Vorratslager von Schwertbananen. Ups, ah, okay, I see. Ja, dann klauen wir denen mal die Schwertbananen. Und nehmen ihr Vorratslager ein. Zu langsam, egal. So, nächstes Lager eingenommen. Die Schwertbananen gehören uns. Jawollo. Sonst ist hier auch wieder nichts, ne? Ah, nee, doch nicht. Doch nicht, okay. Nur zwei Gigas, die noch besiegt werden wollen. Gut. Oh, ist okay, sind noch mehr. Alle verziehen. Mein Schwertbananenlager. Alles meins. So. Okay, gehen wir weiter. Ein Posten fehlt noch. Schon sagen, das ist irgendwie eine zu leere Fläche, da muss noch was passieren. Ah, vielleicht sollen das auch Fallen sein, diese Fässer. Und ich habe die vorhin viel zu bald ausgelöst. Kann auch sein. Aber dann funktionieren die Fallen halt nicht. Ja, das wirkt doch ein wenig wie eine Falle. Ich verstehe. Okay, hier ist nix. Okay, der lange Weg ist die andere Seite. Gehen wir kurz hier hin und hier ist nix. Gut. Dann räumen wir hier mal einmal auf. Ui, das sieht cool aus. Hier waren wir im Original nie. Ist das? Ja, ich glaube, das... Nee, nicht so richtig. Aber hier waren wir nie. Diesen Gang hier sind wir praktisch nie. Haben wir nie gesehen. Diesen Bereich des Quartiers. Das haben wir nie gesehen. Wenn ich jetzt hier weiterlaufe, ist es wahrscheinlich noch zu, ne? Ja. Ich verstehe. Ich muss auch auf eine Sache achten. Count hat gesagt, es wird irgendwann eine Mission kommen, bei der ich sagen werde, hä? Wie? Und dass ich nichts verstehe. Und er hat gesagt, es liegt dann daran, dass ich die Mission falsch spiele. Also scheinbar ist ihm da auch irgendwas passiert. Ich habe hier kurz Bücher runtergeschmissen. Ich muss hier ganz schnell Bücher aufräumen. Sekunde. Mir ist hier alles gerade runtergeflogen. So, jetzt geht's weiter. Da bin ich gespannt, welche Mission das sein wird. Nach Möglichkeit, wie gesagt, bitte nie spoilern. Oh, da sind diese Kugeldinger. Nice. Die Dings dann später einsetzt in Breath of the Wild. Hier, der Boss halt. Ich weiß gerade wieder seinen Namen nicht. Ist auch egal. Ach, ist gezeichnet. Der Boss halt. Wie auch immer. Ich
hab vergessen, wie er heißt. Ah, da sind die Dinger. Gut. So, ist hier noch irgendwas Spannendes? Begib dich zur Späherin. Er versteckt sich einfach mal im Schrank. Wie ein ganz großer. Hier ist nichts weiter. Okay. Dann gehen wir zurück. Und jetzt sind die Tore offen. Bin gerade ein bisschen erschrocken. Nur so ein bisschen. Okay, hier ist noch alles zu. Hier ist auch noch alles zu. Mir zu ruhig hier. Achso. Okay. Gut, hier war nichts weiter, glaube ich. Ich habe zumindest nichts gesehen. Beide Wege scheinen weiterzuführen. Gehen wir es mal runter. Weiter geht's, glaube ich, richtig weiter, ne? Dann gehen wir erstmal den anderen Weg. Ich glaube, der führt noch zu einem aktuell verschlossenen Tor. Wenn ich die Karte richtig interpretiere. Ja, okay, gut. Dann haben wir alles geklärt und können jetzt richtig weiterlaufen. Zur Späherin. Ach, guck mal. Die sind einfach auf dem Weg, so. Die sind einfach nicht versteckt. Die Speerin ist von Jägeroffizieren. Besiege die Jägeroffiziere, um die Speerin zu kriegen. Okay. Achso, da unten. Ja, mach ich. Easy. Mach ich gleich, guck mich nur nach Jägers um. Krox. Moin! Push! Kein Interesse an dir. Tschüss. So, da haben wir die Speerin gerettet. Nein. So. Ja, wir retten die Kameradin. Easy. Wir haben ja sonst nichts zu tun. Warte mal. So soll es sein. Hier geht's auch wieder nicht weiter. Mehr Wände für uns. Gut. Jetzt scheinen alle Tore offen zu sein. Okay. Dann gehen wir uns langsam wieder nach vorne offenbar. Denn vorne ist das nächste. Na, nicht vorne, aber. Ja, doch, ein bisschen weiter vorne ist das nächste Ziel. Okay. Gut. Vielleicht schaffen wir es ja, einen Rundgang zu machen. Und so die anderen Gänge abzulaufen, die wir noch nicht gesehen haben. Das wäre doch ganz schön. Ah, hier ist aber auch noch zu, okay. Ah, okay, der zu zum Hauptbereich, wo ich dann wahrscheinlich wieder gegen den Haupttypen kämpfe, das ist noch verschlossen. Ergibt auch Sinn. Ergibt auch Sinn, wenn man so drüber nachdenkt. Okay. Dann gehen wir hier hoch. Ah ja, jetzt ist nämlich hier dieses Tor offen. Wo ich vorne auf der anderen Seite stand. Dann muss ich mich da gar nicht mehr drum kümmern, den Weg zu laufen. Den Weg kennen wir schon. Na,
Na, hier dieses Tor. Da waren wir auf der anderen Seite. Das haben wir gesehen. Okay. Gut. So. Ah, jetzt. Okay. Tschüss. Aber es ist ja relativ egal, welchen Weg man genommen hätte, ne? Alles das Gleiche. Ja, kein Kopf auf beiden Seiten. Okay. Okay. Der Raum ist jetzt ein bisschen größer. Hier könnte wieder ein Kopf versteckt sein irgendwo. Hier kann man hochgehen, hier kann man nach hinten gehen. Ah ja, kein Krog, aber eine Truhe, auch schön. Diamant nehmen wir mit. Diamant nehmen wir sehr, sehr gerne sogar. Da spricht überhaupt nichts dagegen. So, gehen wir hier noch außen rum. Dann wird weg. Hier schön die Kristalle mitnehmen, genau. Die Rubine heißen aber egal. Ha. Auch dich nehme ich gerne mit, liebe Truhe. So. Okay, aber ich denke, den Raum haben wir dann einigermaßen durchgefrühstückt. Hier ist nichts weiter. Hier ist okay. Aua. Hier, das ist okay. Gut. Dieser Raum hat einen Ausgang aktuell, nämlich den hier. Ich meinte natürlich den hier. Nach da ist wieder nix. Und da bleibt auch nix, okay? Oh, da war wieder so ein Ding. Siehst du? Ist irgendwas? Nein. Nichts derartiges. Schade. Na gut. Na gut. Aber passt schon. So. Es bleibt sehr linear, also bisher dürfte ich eigentlich nichts verpasst haben. Ich hatte bisher keine Option, irgendwie anders zu laufen. Ich dürfte bisher echt nichts verpasst haben. Gut, so far, so gut, hätte ich gesagt. Okay, wir können hier rein. Das führt zum da, wo ich hin will. Und hier oben ist wahrscheinlich das Tor zu. Aber wir nehmen erstmal den Krog mit. Sehr gut, gleich mal gefunden.
Und das ist jetzt nämlich hier am Anfang. Nein, wir können kurz zum Anfang zurücklaufen. Sehr gut, dann haben wir hier die Runde nämlich durch. Ja, optimal. Dann haben wir den Gang gesehen, dann müssen wir jetzt noch uns den Gang hier angucken. Den kennen wir noch nicht. Dann gehen wir da gleich mal rein. Bevor wir nämlich weitermachen und es mich irgendwann wieder rausportet, ne? Kennen wir schon das Spiel? Schaue ich mich lieber gleich um. Bevor ich jetzt die Mission weiterspiele. Okay, das ist genau in der Mitte. Und da konnte man jetzt auch von mehreren Seiten rein. Ich glaube, hier auf der Seite standen wir schon mal. Da war das Tor hier auch noch zu. Genau, hier draußen waren wir. Hier draußen waren wir. Sind jetzt auch hier drüben. Da sieht man jetzt übrigens, wie klein der Bereich ist. Man kann hier sehr schnell von einem Ort zum anderen laufen. So, und die Frage, die ich mir gestellt habe, war, sind jetzt hier drüben auch die Tore offen? Ich glaube nicht, die sind noch rot. Wehe. Ach, Mann, ey. Das gleiche Tor wieder, ne? Na, hier ist noch zu. Ich hoffe, dahinter ist nichts, weil ich werde hier nicht dreimal nach hinten rennen. Gut, gehen wir wieder in den Ring zurück. Und räume den Ring weiter auf. So. Aber hier ist nichts. Auch nichts. Hier hinter. Ah, da kann ich gar nicht nach hinten. Okay. Wir leveln gleich schon wieder. Crazy. Crazy. So, okay. Dann haben wir hier gesehen, in dem ganzen Raum ist nichts. Gut. Dann gehen wir hinten raus. Hier die Gänge kennen wir. Ah, ne, den Gang kennen wir, da kommen wir her. Ach so, das führt nur hier rum. Ah, ich verstehe. Okay, dann gehen wir... Wie gehen wir denn dann? Ja, dann haben wir eigentlich da alles gesehen, ne? Bisher dürften wir nichts verpasst haben. Meiner Meinung nach. Dann gehen wir doch wieder so zurück. Dann gehen wir doch wieder hier zurück. Links und rechts haben wir da geguckt. Ja, da war nichts, okay. Dann gehen wir doch zurück. Hier war der Krog, das heißt, hier kann auch nichts weiter mehr sein. Optimal, hätte ich gesagt. Und dann können wir jetzt hier da reingehen und kommen in den nächsten Bereich, wo wir noch nicht waren. Sehr schön. Und können erstmal hier runter. Findet nachher noch ein Kampf statt, vermute ich jetzt mal, weil aktuell ist hier nichts. Also legit gar nichts. Kein Krog. Kein gar nichts. Vielleicht aber auch nicht. Vielleicht ist es auch einfach hier Deko. Das ist für eine Mission später relevant. Ah ja! Das Tor ist geschlossen und der Blitzmoblin, ja, keine Ahnung. Besiege den Blitzmoblin. Na gut. Machen wir. Easy. So, Blitzmoblin ist down. Das war schwierig. Ist jetzt hier Party? Hier bleibt langweilig. Okay. Dann gehen wir noch den anderen Weg lang. Hier. Das
ist das gleich. Da war auch nichts Neues auf dem Weg. Gut. Prima. Dann ist hier auch alles weggenommst. Und hier haben wir auch alles gesehen. Schön. Dann auf geht's. Einen ganz engen Gang nach hinten. Da kann eigentlich nichts weiter versteckt sein. Sehr schön. Okay, hier sind gleich noch andere Tore. Aber jetzt geht's nur nach geradeaus nach hinten. Achso, wir sollen ja die befreien, die eine. Warte mal. Ja, was ist passiert? Ich habe eine Geheimtür nebst Schlüssel entdeckt. Dann haben sie mich erwischt. Ein Jägeroffizier wurde aus dem Schlachtfeld gesucht. Der kommt einfach direkt hierher. Hier kann ich auch. Oh nein, der ist weg. Nein, jetzt ist er in der anderen Richtung. Ah, wie ärgerlich. Wie ärgerlich. Besonders ärgerlich, das jetzt wieder. So. Abflug. Gut. Gut. Der droppt einfach den Schlüssel, alles klar. Sind jetzt alle Gefängnisse offen? Weil dann muss ich jetzt nochmal ablaufen. Ah ja! Das ist der Raum, wo ich vorhin meinte, da ist irgendwas. Ja, stopp! Ich muss nochmal zu den Gefängnissen zurück. So geht es jetzt ja nicht hier. Ihr wollt mir hier die Crocs vorenthalten, ich sehe das schon. Ja, die Sperrin hat das genau gecheckt. Die wollen uns hier die Crocs vorenthalten. Weh, hier ist jetzt nichts drin in den Zellen. Weh, in keiner Zelle ist jetzt was drin. Und ich bin ganz umsonst zurückgelaufen. Werde ich aber zur Sau. Es ist einfach nichts drin. Nintendo, das wäre die Gelegenheit gewesen, was Schönes zu verstecken. Ihr habt so viele Möglichkeiten, in dem Level was zu verstecken. Und dann habt ihr eine Möglichkeit und dann nutzt ihr sie nicht. Okay. Sind jetzt auch die Tore da oben offen? Es sieht danach aus. Ich muss da hinlaufen. Es tut mir leid. Ich muss da einmal ganz fix hinlaufen. Es ist ja nicht weit. Es ist ja nur ein ganz kleines Stück. Wir haben ja hier, ne? Wir laufen ja hier den kürzesten Weg. Alles easy going. Hier war das. Genau, und die ganzen Räume sind jetzt nämlich offen. So, weh, ich bin jetzt hier umsonst hingelaufen. Ah, okay, das ist schon mal eine Truhe. Antiker Verstärkerungs-Dings. Ist schon mal nicht umsonst gewesen. Okay, Raum 1 war eine Truhe. Raum 2... Nichts. Einfach nichts. Okay. Raum 3. Nichts.
einfach nichts. Okay, Raum 4. Ich ahne es. Ah, ne. Okay, zwei Truhen. Zwei Truhen. Meinetwegen. Immerhin nicht umsonst zurückgekehrt. Ist jetzt nicht so die Mega-Ausbeute. Achso, ich kann auch hinten. Also ich kann auch so. Aber immerhin nicht umsonst zurückgekehrt. Passt schon. So. Und jetzt sind beide Wege offen. Aua. Wir gehen aber den offiziellen Weg. Wo bin ich jetzt lang gelaufen? Hier wollte ich gar nicht lang, aber hier war noch was, wo wir noch nicht drin waren. Ja, gut zu wissen. Jetzt hier, ich hoffe aber, jetzt habe ich nichts mehr verpasst. Den Raum hätte ich jetzt komplett verpeilt, dass da noch einer war. Okay. Den habe ich noch gar nicht gesehen, aber ich glaube, den hätte ich bisher schon sehen können. Ich glaube, den habe ich einfach nur verpasst. Nur, dass da kein Krog war, weil eine Truhe, die man verpasst, ist jetzt nicht so dramatisch. Ne? So. Hier hinten war das. Jetzt kenne ich mich wieder aus. Da und da ist jetzt was aufgegangen. Nämlich hier diese Wand. Okay. Dann ist hier gleich da hinten das Finale wahrscheinlich. Und wir kämpfen gegen den... Wie gesagt, ich habe den Namen vergessen, aber was soll's. Na, super meinte ich eigentlich nicht, aber gut, der ist natürlich auch hier. Aber das ist jetzt blöd, wenn hier jetzt Super ist und Super ist am Ende des... Oh oh. Dann haben wir noch nicht alles in dem Raum, in dem Abschnitt gesehen. Den großen Bereich da drüben haben wir noch nicht gesehen. Ich hoffe, da kommen wir noch hin. Muss so sein. Ich glaube, Super ist nur der Zwischenboss. Super ist ziemlich sicher nur der Zwischenboss. Das wollte ich nicht, das war die falsche... Jo, ist ja in Ordnung, Super. Du bist ein bisschen crazier drauf als sonst, ne? Kann das sein? So. Ab dafür. Wobei, der hält an. Aber... Ah, ich weiß nicht, ob ich dich jetzt doch schon vorher raus hätte sollen in den großen Raum. Ich würde am liebsten nochmal zurücklaufen. Weil wenn hier nach die Mission zu Ende ist, gehe ich weinen. Ach so ein Ding ist das. Das wäre nicht so cool. Das ist euer Ende. Nee, eher deins, aber ist okay. Tschüss. Okay, nein, es ist noch nicht vorbei. Sehr schön. Hatte Bedenken. Es ist noch nicht vorbei. Gut, dann gucken wir uns hier nochmal um. Ja. Okay, wir laufen noch bis ganz nach draußen. Perfekt. Zum tiefsten Bereich. Ach, das ist der Tier. Das geht nach unten, oder wie? Okay. So, hier kommen wir her. Ah, hier oben kann ich langlaufen. Ah, da ist auch eine Truhe. Sehr schön. Saphir nehmen wir mit. Okay, sonst ist hier nichts. Muss ich unbedingt die Kisten kaputt machen. Da könnten ja auch Crocs drin sein.
Aber auch hier gähnende Leere. Okay. So weit, so gut. Dann gehen wir jetzt hier runter. Ruhe. Ha! Sag ich ja. Sag ich ja. Ne, es geht doch nach draußen. Nix tiefster Bereich. Alles gut. Und da ist jetzt der Typ. Wie heißt er denn? Ich habe seinen Namen vergessen. Ich habe einfach seinen Namen vergessen. Seh mal einer an. Nicht! Dass es mich irgendwas schert. Nicht das kleinste bisschen. Und wisst ihr auch warum? Weil ihr hier unter Ende ins Gras beißen werdet. Darum! Nö, werden wir nicht. Ja! Wenn ich nur daran denke, ist es mir einfach nur blendend! Hier! Und weiter! Der große Koga erobert sich! Ach, Koga, ja klar, Koga. Werd euch auf einen Schlag vernichten! Hallo? Wirst du nicht. So, ich guck ganz kurz, ob hier noch ein anderer Raum, ein anderer Weg war oder so. Weil ich denke, wenn wir den besiegt haben, ist wirklich die Mission zu Ende. Ah, okay, hier jetzt noch den Alternativgang gegeben. Aber ich glaube, den können wir uns sparen. Guck mal, Koga. Wie schmeckt dir das? Oha, der hält, ordentlich was aus. Okay. Okay, der hält ordentlich was aus. Ist in Ordnung. Dann gleich nochmal. Friss das. Du redest von hinterhältig. Du. Weil wieso lebt der eigentlich noch im Original? Achso, ja gut, weil wir ja hier in einer anderen Timeline sind. Habe ich ja gerade schon festgestellt. Meister Koga! Ey, ich hab dir doch gerade schon aufs... Interessiert mich nicht, ob Super zurückgekehrt ist. Koga kriegt einfach so auf die Mütze. Lol, beide gleichzeitig. Nice. Verabschiedet euch. Ach, guck, das ist super, Alter. Keine Widerrede. Lass mich in Ruhe, ich will jetzt hier Koga verprügeln. Schluss. Schluss aus, vorbei. Schluss aus, vorbei. Versteh dich. Weglaufen. Das ist dieses Weglaufen. Ich hoffe, wir haben alle Crocs. Ich raste aus, wenn nicht. Aber wenn nicht, läuft man hier sehr schnell wieder durch. Also das ist ja wirklich erst was, wo man nicht lange suchen muss. Da läuft man wirklich schnell wieder durch. Ja, wir haben ein paar Sachen gefunden. Sehr schön. Passt. Rezepte habe ich noch nie eingesetzt.
Du! Du hast Blödsinn erzählt, hä? Über diesen jüngsten Zwischenfall kann man nicht mehr hinwegsehen. Genau. Sehr. Alles ist Schicksal. Selbst diese Niederlage. Und wolltet ihr unsere Vereinbarung lösen? Hättet ihr damit die Verheerung Ganon selbst zum Feind? So ist's fein. Um unser großes Ziel zu erreichen, ist die Jägerbande unabdingbar. Und die Wiederkehr der Verheerung ist ein Ziel, das alle Mühen wert ist, nicht wahr? Ah, noch eine Sequenz, okay. Ich bin still. Diese Shika-Türme. Ziemlich praktisch, oder? Absolut. Allerdings, das Allerbeste kommt erst noch. Oh, oh. Was fällt dir denn bloß ein? Entschuldige bitte. Und doch. Eine tolle Technik, wa? Naja, im Moment können noch nicht viele Leute transportiert werden. Und auch nicht zu besonders vielen Orten. Aber wenn wir weiterforschen, kriegen wir das auch in den Griff. Zum Glück habe ich in letzter Zeit weiteres Forschungspersonal einstellen können. Die Arbeit wird uns ganz bestimmt nicht ausgehen. Was? Das glaube ich auch. Mit eurer Hilfe? Gewiss. Ja, ich verlasse mich auf euch, Pura. Ja gut, am Ende scheitert es ja daran, dass sie ihre Kraft nicht hinbekommt, wenn man es so sehen will. Ja, wir werden sehen, wie es läuft. Wir werden sehen, wie es läuft. Jetzt kommen natürlich wieder Millionen Nebenmissionen. Bang, 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 bang. Oh, gar nicht so viel. Und das nächste ist dann die Quelle des Mutes. Okay, da geht's um Zelda. Da geht's dann natürlich um Zelda. Wobei des Mutes, naja, vielleicht gibt's für alle Quellen dann nochmal den Abschnitt. Man weiß es nicht. Aber hier sind wir erstmal raus. Okay, wir können ganz schnell noch die Sachen machen, die man hier automatisch schon auflösen kann. Herzen plus 2. Nehmen wir gleich mit. Zack. Da blinkt was. Was ist denn das? Prüfungen von Priester Mitsuyoshi wird verfügbar. Oh, okay. Prüfung der Steine. Tja, das war eine reife Leistung. 1 von 3. Ah, das muss ich 3-mal machen. Hier kann ich es noch nicht machen. Das ist... 2 von 3, okay. Ah, und hier ist 3 von 3, oder? Nee, hä? Noch eine andere Prüfung. Prüfung der Monster, okay. Also da kann man Prüfungen freischalten. Stück für Stück. Du bist ziemlich gut. Alles klar. Ah! Ah, wir haben hier wieder einen Bereich erreicht. Sehr gut, was war das? Ah, Verfolgung der Jägerbande, steuere Vanaboris. Das ist die Titanenmission. Klar, die werden wir dann auch nächstes Mal mitmachen. Kleine Nebenmission, Sandsturmdefensive. Okay.
das geht noch. Achso, das ist der Stern für den für das Gebiet. Okay, das hatten wir schon gesehen, dass das noch nicht geht. Da fehlt uns noch Zeug. Ich guck nur kurz durch. Das hier geht jetzt. Rezept. Alle Achtung! Oh, und da oben geht wieder ein Dings. Hier ein. Oh, da. Okay, hier haben wir auch einen Bereich erwischt. Sehr schön. Hier oben geht wieder ein, das ist nur für Maronus. Ich dachte, das sind Krogsamen. Nee, Krogsamen-Geschichten sind immer die Rasseln, wenn die Rasseln irgendwo sind. Die Rasseln sind das. Das ist nur Maronus. Ja, komm, wir leveln Maronus auch mit hoch. Wir nehmen alles mit, was wir kriegen können. Hier Mifa, Herzen plus 1, sehr gut. Nehmen wir mit. Bin ich stärker geworden? Ja, bist du. Dann haben wir hier noch große Feen. Wir nehmen alles mit, was wir kriegen können. Was soll's? Wir nehmen einfach alles mit. Ja, ja. Ah, guck mal, das löst schon wieder neue Sachen aus. Da unten. Geht aber noch nicht. Wäre längerer Kombo-Angriff für die große Fee. Okay. So, da blinkt's noch. Daruk Herzen plus 2, sehr nice. Prima! Sag ich auch. So. Ich glaube, jetzt haben wir alles Neue gesehen. Es sind gar nicht so viele. Ah, da ist noch was. Ja, ich bin ja schon hier. Plätze für gekochte Gerichte plus 1. Aha. Wunderbar! Weil ich die ja auch nutze. Aber gut. Ist in Ordnung. Ist in Ordnung, weil ich die auch nutze. So. Gut. Da ist noch eine Nebenmission. Pyromagus Bankett. Jawohl, da gibt es also dann viele Magierviecher. Ist in Ordnung. Alles andere. Ist gar nicht, wie gesagt, so viel, was wir zu tun müssen, was wir zu tun haben bis zur nächsten Hauptmission. Ich denke, das kriegen wir in einem Part durch. Ich denke, außer es kommt jetzt nach dem dann wieder ganz viel Neues. Aber eigentlich haben wir nur das und das, ne? Das ist das Einzige. Die zwei sind aufgetaucht. Alles andere sind ja so Sammelmissionen. Keine Kampfmissionen in dem Sinne. Ich weiß, ich könnte auch über die Kapitel da oben gehen, aber ich finde es einfach cooler. Ach nee, das hier war auch noch. Pyromagus, okay. Drei Stück. Drei Mini-Quests und ja, die kriegen wir im nächsten Part unter. Okay, cool. Schauen wir mal, was sich noch so ergibt. Danke fürs Zuschauen und tschüss.